Und dann sind wir live im Facebook-Kanal vom FC St. Pauli. Ich begrüße euch natürlich zu dieser Stunde kurz nach 11:45. 40 Minuten um und bei haben wir noch. Dann geht es los im so wichtigen Spiel gegen die Spieler Kieler Sportvereinigung Holstein, also besser bekannt als Holstein Kiel. Und die Jungs in Braun-Weiß versuchen also da unten rauszukommen. Und das Ganze wollen wir natürlich mit euch gemeinsam analysieren, mit euch gemeinsam sprechen und vor allen Dingen mit einem Mann sprechen, der wie kein anderer weiß, wie man aus einer solch prekären Situation, in der sich der FC St. Pauli aktuell befindet, da unten rauskommt. Begrüßen wir also an dieser Stelle in Mönchengladbach meinen alten Freund Ewald Lien. Schön, dass du da bist, Ewald. Dankeschön. Hallo Mike, hallo zusammen. Ist das so ein bisschen Murmeltiertag für dich? Also, dass man sieht, der FC St. Pauli zu dieser Zeit unten drin, da kommt doch durchaus ein Film, der bei dir wieder angeht, weil du dich an deiner Trainerzeit sicherlich erinnert fühlst. Ja, ich bin ja seinerzeit 2014 im Dezember geholt worden. Da standen wir auch da unten. Dann haben wir das hinbekommen, spitz auf Knopf. Und im darauffolgenden Jahr haben wir eine super Saison gespielt. Und da hätten wir eigentlich, ja, wir hätten ja sogar die Chance gehabt, damals hochzugehen. Und im Jahr danach haben wir viele Spieler verloren. Da haben wir in der Winterpause wieder so dagestanden. Das ist jetzt öfters auch in den zurückliegenden Jahren ab und zu passiert. Und es ist einfach wichtig, jetzt ruhig zu bleiben, die richtigen Entscheidungen zu treffen, das Gute gut zu analysieren. Wir haben ja schon öfters darüber gesprochen. Ist eine vertrackte Situation. Es ist jetzt zu viel, glaube ich, in den letzten Jahren, dass es uns immer mal wieder passiert. Und ich hoffe, dass wir es jetzt irgendwann hinkriegen. Und auch Genau, und jetzt erst. ruhig bleiben wird ja vor allen Dingen muss die Mannschaft natürlich ruhig bleiben. Und damit kommen wir gleich mal zum allerersten Punkt, nämlich zur Aufstellung. Das Bild der Mannschaft hat sich im Vergleich zum letzten Spiel oder auch zu den letzten Spielen deutlich verändert. Hier sehen wir es. Sag kurz was dazu. Ja, es sind ja neue Spieler geholt worden. Auf der Torwartposition hat die sportliche Leitung gesagt, wir wollen was anderes machen. Und der Torwart Stojanovic, der jetzt geholt worden ist, steht von Anfang an im Tor. Das war zu erwarten. Er hat ja auch einiges an Spielpraxis gehabt. Wir haben natürlich Ausfälle wie Knoll und Olsson, gelb-rot und fünfte gelbe. So wie es aussieht, glaube ich, dass Bubba auf der rechten Seite spielen wird. Das hätte ich genauso gemacht, weil Zander ist verletzt, alle, Wiekow, alle sind leider nicht dabei, Miyaichi, die das spielen könnten. Und dass Paccarada links bleibt. Und dann haben wir mit Zire und unserem zweiten Neuling, der letztens ja auch schon gespielt hat, Schwegalla, zwei Innenverteidiger. So, vor der Abwehr hat ja Aremo zuletzt gespielt. Jetzt setzt Schulle auf Becker und Benatelli. Glaube ich jedenfalls in dieser Ordnung vor der Abwehr und Salazar davor, das sind alles bekannte Leute. Und vorne hat sich auch einiges getan. Marmoush ist von Wolfsburg zu uns gekommen, hat ja letztes Wochenende auch schon gespielt. Die wird die rechte Seite, glaube ich, machen. Kiaré die linke Seite und Guido Burgstaller, der seine Probleme überwunden hat, spielt vorne drin. Also das sind einige Veränderungen, aber das ist natürlich jetzt auch der Moment, wo man ja, alles versuchen muss, ja, wie man so schön sagt, den Bock umzustoßen, in die andere Richtung zu gehen, auch wenn es gegen eine Top-Mannschaft wie Kiel geht. Es geht ja darum, in den kommenden Wochen und Monaten eine Mannschaft zu finden, die dann erfolgreich sein kann. Es hat ja verständlicherweise viel Kritik gegeben, auch in den letzten Wochen, logischerweise über auch die Form der einzelnen Spieler, über den Zustand der Mannschaft. Aber man muss ja auch mal sagen, wenn man zum Beispiel, nehmen wir Salazar als Spieler, wenn man den vergleicht mit der Leistung, die er am Anfang der Saison gezeigt hat, wo er unbeschwert aufgespielt hat, wo er einfach auch sein Potenzial zeigen konnte, wo auch Finn-Ole Becker beispielsweise besser wäre als aktuell. Wie wichtig ist das jetzt, wo sich so ein bisschen, wo die Mannschaft auch merkt, also der Stamm der Mannschaft merkt, okay, hier verändert sich was, hier kommen andere Spieler zurück. Guido Burgstaller ist wieder von Anfang an dabei. Wie wichtig ist sowas möglicherweise auch psychologisch für den Einzelnen? Ja, der Nachteil, den wir haben, ist ja, dass sich so viele Veränderungen ergeben haben, durch Verletzungen, durch Formkrisen und durch neue Spieler, die hinzugekommen sind, die aber noch keine Zeit hatten, sich zu integrieren. Das heißt, wir haben eine völlig neue Mannschaft auf dem Platz stehen. Und ein Salazar, der kommt und unbeschwert aufspielt, merkt natürlich dann nach den ersten Wochen, wo wir da ein paar Punkte geholt haben,
Es läuft nicht so gut und dann will man noch mehr zeigen, auch individuell alles reinwerfen und reinlegen und das geht dann meistens in die Hose. Also es ist natürlich wesentlich leichter und einfacher für junge Spieler, aber auch für neue Spieler und für jeden Spieler in einer funktionierenden Mannschaft, die auch Erfolge hat, seine Leistung zu zeigen. Dann hast du Selbstvertrauen, dann spielst du völlig anders auf. Das ist einfach so. Deswegen gibt es ja keinen Ersatz, wie man so schön sagt, für Siege. Während Holstein Kiel die ganze Zeit über fast mit der gleichen Mannschaft spielt, auch schon über die Saison hinaus. Es gibt ja wenige, Bartels ist dazugekommen, aber es gibt ja wenige Leute, die als Stammspieler komplett neu hinzugekommen sind. Das heißt, die haben eine Kontinuität über die Saison hinaus und haben eine Kontinuität in der laufenden Saison. Und das ist ja bekanntermaßen eines der Erfolgsrezepte in der zweiten Bundesliga, wie ich es schon oft gesagt habe. Wir haben immer Aufsteiger gehabt, Düsseldorf, Braunschweig, wie sie alle heißen, Paderborn, die über Jahre hinweg zusammen waren und auch dann irgendwann oben blieben und in der laufenden Saison gut waren. Also das ist ein fundamentaler Unterschied und ich kann unseren Jungs nur wünschen, dass sie auch einmal wieder ein Erfolgserlebnis erleben. Am liebsten in dieser Zusammensetzung jetzt hier und heute. Wir haben gerade das Bild gesehen, den Blick, den aktuellen Blick ins Millerntor, ins leere Stadion. Es gibt viele Vereine, denen das Publikum sehr fehlt, die in der Vergangenheit sehr getragen wurde, auch immer wieder von der Stimmung. Nehmen wir Schalke 04 in der Bundesliga, aber nehmen wir halt eben auch den FC St. Pauli. Also dieser Faktor 12. Mann, dieser Faktor Millerntor fehlt total und auch das natürlich irgendwo ein Symptom, ein Indikator dessen, warum sich der FC St. Pauli so schwer tut im Moment gerade, meiner Meinung. Ja, gut. Wolltest du jetzt auch meine Meinung hören? Vielleicht, wenn du möchtest. Okay, warte, Ewald. Nee, pass auf. Stimmst du mir dazu, Ewald? Das war eine intelligente Frage. Natürlich stimme ich jetzt zu. Es ist völlig klar, dass diese Atmosphäre im Millerntor, so wie wir es in vielen anderen Stadien auch sehen, wo plötzlich Auswärtssiege möglich sind, die unter normalen Verhältnissen eigentlich gar nicht da sind. Aber das ist heutzutage spielt das eigentlich gar keine Rolle mehr. Spielst du zu Hause, spielst du auswärts, weil das die Atmosphäre einfach nicht da ist. Aber wir dürfen auch nicht den Fehler machen, nur zu glauben, dass uns das Publikum fehlt. Dieser Verein lebt von seinen Mitgliedern, von seinen Anhängern und ich gehe mal ganz schwer davon aus, dass dieser Club und dieses Stadion und diese Atmosphäre als Heimstätte den Zuschauern fehlt. All den Leuten, die ins Stadion kommen, das ist ja ein Stück Heimat, das ist ein Stück Familie, das ist etwas, was an jedem zweiten Wochenende manchmal öfters passiert. Es passiert ja ganz viel Leben oder ist in normalen Zeiten passiert im Stadion, ums Stadion herum. Eine Unmenge von Dingen. Wir sind eines dieser, das Zentrum eigentlich dieses Stadtteils. Und wenn die Leute jetzt nicht ins Stadion gehen können, das ist ein Riesenverlust, unabhängig davon, dass die Unterstützung der Leute uns fehlt. Aber ich glaube, diese Heimstätte, dieses Stadion und diese Atmosphäre dort fehlt in erster Linie den Leuten, die es bisher immer gemacht haben. Wir haben ja gerade schon ein paar Einblendungen auch gesehen. Es gibt zumindest virtuellen Support. Das dürft ihr natürlich und sollt ihr natürlich weiter schreiben. Ich gehe mal davon aus, dass die Mannschaft aktuell nicht zuguckt. Aber vielleicht kann man das ja irgendwie den sozusagen einliken sozusagen. Liken, Herzchen und natürlich auch Zuspruch und eure Tipps für das Spiel gegen Holstein Kiel. Und da sind wir beim Gegner, der natürlich dummerweise ein schwerer Gegner ist, wobei wir uns ja durchaus gegen schwere Gegner eigentlich immer ganz gut getan haben. Tabellenzweiter ist er aktuell. Und hier sehen wir auch schon die Aufstellung. Und vielleicht, eigentlich wollte ich kurz Timo Schulz vorher hören. Aber wir können auch, wenn du magst, ganz kurz schon mal über die Aufstellung sprechen an dieser Stelle, Ewald. Schwerer Gegner, vielleicht so viel. Da wirst du mir auch zustimmen. Auf das können wir uns schon mal einigen. Ja, natürlich. Ich habe das ja eben schon angedeutet. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Schulle das in irgendeiner Form anders sieht. Das werden wir ja auch gleich sehen. Das sind Leute. Gelios ist jetzt vielleicht nicht schon seit Jahren da, aber Vandenberg, Johannes Vandenberg auf der Linksverteidigerposition. Gut, dem ist auch noch nicht ganz so lange da, wenn ich das
wenn ich das jetzt, aber immerhin auch schon 2 Jahre, so, da kann auch Ignowski spielen, den ich noch von 1860 München kenne, aber Teska, Wahl in der Innenverteidigung, Meffert, Mühling im Mittelfeld. Normalerweise spielt Lee vorne drin, also sie haben ein 4-3-3 oft und dann spielt Lee eigentlich Mittelstürmer. Das habe ich oft auswärts gesehen. Aber dadurch, dass offensichtlich der Hauptmann, den sie von Köln, Dresden, Köln geholt haben jetzt im Sommer, dass der nicht zur Verfügung steht, zieht Werner den Lee zurück. Das werden wir sehen. Das ist dann nochmal eine zusätzliche Aufgabe von uns, weil der Lee natürlich die Tendenz hat, immer vorne reinzugehen. So, dann haben wir mit Meffert, Mühling, Lee ein Mittelfeld, was für mich zum Besten gehört, wenn nicht das Beste in der zweiten Bundesliga, weil Meffert der ein kopfballstarker, aggressiver Sechser ist, weil Mühling ein Spielgestalter ist, der auch viele Tore erzielt und Lee ist eigentlich ein klassischer Stürmer, der aber auch Zehner spielen kann, Assists machen kann, Tore macht und Assists. Und vorne halt ihre drei Spitzen. Serra ist für mich ein überragender Mittelstürmer. Bartels kennen wir, Finn, der von links kommt, von Bremen gekommen ist. Und auf der rechten Seite heute Reese, ist es auch schon mal Mees, der dort zum Einsatz kommt. Also die haben eine ganze Reihe von Top-Offensivleuten. Aber bis auf Hauptmann, wenn ich es mal so sagen darf, wenn man es so auch sagen darf, ist das ihre Nummer 1 Formation, und wenn ich in die Statistik sehe, dann sehe ich Yannick Dehm 14 Spiele von, also die Leute, die von Anfang an auf dem Platz, oder sagen wir es mal so, Dehm 11 Mal, Lee 13 Mal, Meffert 14 Mal, Mühling 14 Mal, Serra 11 Mal, Hauke Wahl 14 Mal, Finn Bartels 13 Mal, Gelios der Torwart 12 Mal, Johannes Vandenberg 10 Mal. So, dann hast du schon mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Spieler, die fast immer auf dem Platz stehen. So, und das ist natürlich etwas ganz anderes, als wenn du alle 5 Minuten wechseln musst, neue Leute dazu holst, mitten in der Saison, ohne Vorbereitung. Das darf man auch nicht vergessen. Wir holen jetzt Leute, haben aber keine Vorbereitungszeit. Die spielen direkt. Normal holst du im Januar, Dezember Leute, dann hast du mal 4 Wochen Zeit, dich einzuspielen, fährst schön ins Trainingslager und so weiter. Und das fällt alles flach, ist eine andere Zeit. Also, das ist eine absolute Spitzenmannschaft und es ist für mich keine Überraschung, dass sie oben dabei sind. Und wenn ich die Zusammensetzung sehe, auch da oben bei bleiben werden, weil es eben diese Kontinuität widerspiegelt, die sie seit Jahren haben und eben auch absolute Top-Qualität. Das ist auch im Individuellen. Ein Mühling ist ein überragender Mittelfeldspieler der zweiten Liga. Lee ist ein Erstligaspieler. Meffert hat auch schon überall gespielt. Leverkusen, Karlsruhe, Freiburg und so weiter und so fort. Und Finn Bartels, von Finn Bartels ganz zu schweigen und so weiter. Also das ist eine Riesenherausforderung und man kann ja auch an Herausforderungen wachsen und das wünsche ich unseren Jungs heute. So, und dann lassen wir doch Schulle mal sprechen aus der Pressekonferenz vor dem Spiel im Gespräch mit Anne Kunze über Holstein Kiel. Timo, beginnen wir gleich mit Holstein Kiel. Ein sehr guter Gegner. Wie schätzt du ihn ein? Wo liegen die Stärken? Wo liegen die Schwächen? Ja, Holstein Kiel ist eine sehr eingespielte Mannschaft, die vollkommen zu Recht da oben steht. Wir hatten jetzt ja auch schon im Saisonverlauf 2-mal das Vergnügen, ein Testspiel gegen sie zu machen. Ist, glaube ich, auch von der Breite des Kaders her eine top besetzte Mannschaft. Und ich gehe davon aus, dass sie bis zum Ende oben dabei sein werden. Haben keine wirklichen Schwächen, sind defensiv sehr stabil. Haben in der Offensive einige ja, wirklich herausragende Spieler, was die Liga angeht, mit Finn Bartels, den wir natürlich alle auch noch sehr gut kennen. Und das wird auf jeden Fall eine richtig gute Aufgabe für uns. Da müssen wir alles in die Waagschale werfen, wenn wir da als Gewinner den Platz verlassen wollen. Vielen Dank, Timo. Dann kommen wir auch direkt zu den Fragen von den Journalisten. Fangen wir an mit Andreas Schorsch von der Bild. Hallo Timo, steht Stojanovic morgen im Tor? Ist Miss schon mit dabei? Bei Dejan, da werden wir die Entscheidung heute treffen und dann den Torhütern mitteilen. Grundsätzlich ist klar, dass wenn wir in der Winterpause Spieler verpflichten, dann gehen wir erstmal davon aus, dass sie uns besser machen und dass sie auch auf dem Platz stehen sollen. Bei Smith ist es so, dass der seit dem 6.12. glaube ich kein Spiel mehr gemacht hat und auch mehr oder weniger sich dann zwar fit gehalten hat, aber nicht mehr im Mannschaftstraining gewesen ist und der hat auch kein Training mit der Mannschaft gemacht, der ist also fürs Wochenende noch kein Thema. Die beiden Tests gegen Kiel im Sommer und im Oktober waren Spiele auf Augenhöhe. Warum haben sich die beiden Teams in der Liga so krass unterschiedlich entwickelt? Ja, ich glaube, bei uns gab es auch im Laufe der Saison einige Punkte, wo wir einfach aufgrund von vielleicht auch ein bisschen Spielglück nicht die richtigen Ergebnisse eingefahren haben und dann
kommt man natürlich vielleicht manchmal auch so ein bisschen in so eine kleine Abwärtsspirale rein, indem man leider nur unentschieden spielt, statt zu gewinnen. Dann verliert man auch mal vielleicht ein Spiel. Und das hat sich bei uns dann leider in die falsche Richtung entwickelt. Und trotzdem glaube ich, dass wir mit Kiel auf Augenhöhe sind, dass wir absolut wettbewerbsfähig sind. Und wenn wir einen guten Tag haben, dass wir auch sie schlagen können. Und das haben wir auch in dem Testspiel schon gezeigt. Ein großer Unterschied ist sicherlich die Konstanz, die sie in ihren Leistungen haben, aber auch in der personellen Besetzung. Das ist, wie gesagt, leider bei uns ein Punkt, den wir bis jetzt nicht so gut hinbekommen haben. Aufgrund von Verletzungen, aufgrund von Leistungsschwankungen haben wir halt sehr viele Spielerwechsel, Personalwechsel von Spieltag zu Spieltag gehabt. Und ich glaube, dass das ein wesentlicher Punkt ist, in dem Kiel uns voraus ist. Und das zeigt dann eben auch, dass die Mannschaft in dem Bereich stabiler ist als unsere. Also das, Schulle, Einschätzung Holstein Kiel, zwei Dinge haben wir gelernt. Zum einen, genau wie Ewald es gerade analysiert hat, ist eben das die Tatsache, dass Holstein eben viel, viel eingespielter ist als wir. Ewald hat die Zahlen ja gerade genannt, wie viele Spiele die einzelnen Spieler bei Holstein Kiel teilweise schon gemacht haben in der Vielzahl. Und auf der anderen Seite eben, dass man in der Vorbereitung eigentlich noch auf Augenhöhe gewesen ist. Was, Ewald, muss passieren? Wie muss man heute spielen, um diese riesige Distanz, die man jetzt gefühlt gerade hat, Tabellenplatz 17 gegen Tabellenplatz 2 in den nächsten 90 Minuten auf dem Platz, sich dort wieder angleichen zu können? Also ein fundamentaler Bestandteil jeder Analyse, wenn man im Kampf um den Klassenerhalt ist, ist immer das Abwehrverhalten. Wenn ich auf eine Tabelle schaue, egal in welcher Liga, und guck mir an die Anzahl der Gegentore, dann wird man immer feststellen, dass je weiter man nach unten kommt, man immer mehr Gegentore hat. So, wir haben gegenüber Holstein Kiel einen Unterschied von 20 Toren. Sie haben plus 10, wir haben minus 10. Der Unterschied sind aber nicht die erzielten Tore. Wir haben 17 Tore, wir haben 23. Das ist nur ein Unterschied von 6 Toren. Und das zeigt wieder mal, dass nicht die Anzahl der erzielten Tore den Unterschied ausmacht, sondern in erster Linie die Gegentore. Und da haben wir 14 Tore mehr. Und das ist der Punkt, wo man angreifen muss. Wir sind hier jetzt auch nicht eine Mannschaft, die 26, 27 Tore schießt. Das heißt, wenn wir mal ein Tor schießen, dann wäre es gut, wenn wir hinten keinen reinkriegen. Insofern muss das unser Schwerpunkt sein, eine gute Organisation zu haben, eine gute Kompaktheit herzustellen in allen Mannschaftsteilen, überall auf dem Platz, egal was ich mache, ob ich vorne einlaufe, ob ich hinten bin, ob ich um die Mittellinie herum bin, es muss total kompakt sein, um die Chance zu haben, den Gegner, der wirklich in der Lage ist, richtig guten Fußball zu spielen, Torschancen herauszuspielen, den müssen wir ein bisschen weghalten vom Tor, aber wir müssen sie auch intensiv bekämpfen. Das ist für mich der Schlüssel. Wenn ich das sehe, Sandhausen 31 Gegentore, Braunschweig 32, wir 27, Würzburg 33. So, da sieht man den Unterschied. Darmstadt hat sogar auch 25 Gegentore, aber die haben 26 geschossen. Und je weiter man nach oben geht, wird es halt weniger an Gegentoren. Ein zweiter Punkt ist auch auswärts, glaube ich, dass Kiel sich nicht irgendwie hinten reinstellt und auf Konter spielt, sondern sie sind in der Heimtabelle, haben sie 14 Punkte. Der erste in der Heimtabelle hat 17 Punkte, aber in der Auswärtstabelle haben sie auch 14 Punkte und damit sind sie an dritter Stelle mit 6 Spielen. Und da müssen wir so ein bisschen, müssen wir wirklich ein bisschen aufpassen, dass sie, wenn ich das hier anklicke, die Auswärtstabelle, auswärts hat Holstein Kiel bisher nur 6 Spiele bestritten, davon 4 gewonnen, 2 unentschieden, 3 Gegentore in 6 Spielen, 11 gemacht, also auch nicht so wahnsinnig viel, aber sie haben 14 Punkte und oben, über ihnen hat Osnabrück 15 und Greuther Fürth 17, aber die haben 2 Spiele mehr. Ich möchte uns jetzt nicht Angst machen, aber sie sind eigentlich die beste Auswärtsmannschaft bisher. Der HSV hat auch 6 Auswärtsspiele und hat 13 Punkte. Also für mich ist es die beste Auswärtsmannschaft. Wir haben es ja auch jetzt gesehen, dass sie zu Hause mal verloren haben gegen Osnabrück. Das ist dann auch schon mal ein Unterschied. Aber wir sollten nicht denken, Auswärtsspiel, Heimspiel, wir, so wie früher, wir sind hier am Millerntor zu Hause. Diejenigen, die hier zu Hause sind, sind nicht da. Wir sind auch hier zu Hause, aber wir müssen das wie ein Spiel angehen, wo es einfach nur darum geht, erfolgreich zu sein. Und dazu müssen wir uns defensiv komplett da hinten einmauern. Einmauern, darunter verstehe ich nicht, dass man einfach nur da rumsteht.
und ganz hinten steht, sondern wir müssen die Räume verengen. Ich sage das immer wieder, wenn ich Union Berlin sehe, die in der ersten Bundesliga, ohne jetzt sagen wir, den besten Fußball der Welt zu spielen, aber mit einer intelligenten und leidenschaftlichen, zweikampforientierten Defensivstrategie fast jeden Gegner an den Rand einer Niederlage bekommt, indem sie in der eigenen Hälfte eben eng zusammenstehen und mit schnellen Leuten kontern, dann kann das für uns eigentlich eine sehr gute Blaupause sein, um auch den Klassenerhalt zu schaffen. Wenn man sagt, defensiv stehen, dann guckt man als allererstes immer auf die Viererkette, die es heute sein wird, auf die Innenverteidigung logischerweise. Aber wenn ich mir auf der anderen Seite zumindest mal gerade anschaue, wie die Aufstellung quasi vor dem Spiel geplant ist in einigen Apps und Ähnlichem, dann sehe ich bei Holstein Kiel ein 4-1-4-1. Das klingt ein bisschen danach, als wird man und will man versuchen, im Mittelfeld Überzahl zu erzielen. Und Frage an dich, ist das möglicherweise der Schlüssel schon, wo wir eben gegen angehen müssen? Eben nicht nur in der Viererkette gut zu stehen, sondern die gerade beschlossenen oder angesprochenen Räume eben auch im Mittelfeld schon direkt eng zu machen. Es ist da völlig klar, dass eine, man ist immer in der Versuchung zu gucken, was ist denn in der Abwehr? Wie steht man da und wie gut sind die Jungs? Das ist natürlich klar. Wenn man absolute Top-Innenverteidiger hat, die auch mal Fehler der gesamten Mannschaft ausbügeln können, ein Top-Torwart, der das korrigieren kann, das ist natürlich Gold wert. Natürlich ist das klar. Aber Abwehrarbeit ist so wie Angriffsarbeit auch die Aufgabe einer gesamten Mannschaft. Was will denn ein Innenverteidiger machen? Wir haben gestern Bayern in Gladbach, Goretzka schießt ein zweites Tor, gewinnt einen Ball, geht vorne rein und dann spielt Goretzka mit Sané gegen Benzebaini. So, der spielt jetzt linker Verteidiger und dann sagt der Kommentator, ja, der muss den jetzt angreifen, ja, der Scheiß muss er, weil links der Sané komplett frei steht. Das ist ja eben, wenn ich in Überzahl auf eine Viererkette zulaufe, dann kann ich nicht eng decken, dann muss ich verzögern und wenn er dann noch gut schießen kann, dann haut er mir das Ding um die Ohren. Natürlich kann ich ihn angreifen, dann spielt er den Sané an und der schießt das Tor. Also alle Mannschaftsteile müssen zusammenarbeiten. Das ist völlig sinnlos, zu sagen, boah, was haben wir eine gute Viererkette, wenn ich davor den Gegner mit Wattebäuschen beschmeiße. Also ich muss zusammenarbeiten, ich muss das Feld eng machen. Jeder muss die Chance haben, in Zweikämpfe zu kommen. Und wir haben jetzt nicht so viele wahnsinnig schnelle Spieler. Für die ist es wichtig, dass die Räume ganz, ganz eng sind. So, und dann, auch nur dann kommen diese Leute in die Zweikämpfe und auch nur dann habe ich die Chance, auch mal zu doppeln. Denn das ist auch etwas Wichtiges. Es ist nicht 10-mal 1-gegen-1, sondern ich muss in der Defensive einen, den Ballführenden, unter Druck setzen und dann kann ein Zweiter dazukommen. Wenn alle im Raum rumstehen, kann ich gar keinen unter Druck setzen. Also man hängt voneinander ab, so wie es im ganzen Leben ist, Mai. Das muss ich dir jetzt nicht noch erklären als so einem erfahrenen Fahrensmann, dass wir alles hängt voneinander ab. Der Klimawandel. Ohne dich wäre ich nichts, Ewald. Genau so. Und ich ohne dich nichts. Der Klimawandel hängt von den Ökosystemen ab. Alles hängt. Und wenn wir hier eine Mücke erschlagen, dann wird das Auswirkungen haben an anderer Stelle. So. Und so ist es in der Abwehr auch. Wenn vorne irgendeiner nur am Pennen ist und nicht in den Zweikampf geht, ja, was wollen die denn dahinter machen? Es reicht manchmal, auf einem guten Niveau, und Holstein Kiel ist ein Top-Niveau, wenn irgendeiner sich leicht ausspielen lässt oder wenn irgendeiner gar nicht mitmacht, was will ich denn dann machen? Dann kann ich von der anderen Seite noch ein paar zur Hilfe holen, dann spielen die einen schönen Seitenwechsel, dann ist da wieder frei. Also das ist wie ein Domino, das hat einen Domino-Effekt. Und deswegen ist es wichtig, dass alle funktionieren und alle gleichzeitig diese Defensivarbeit machen. Und dann hat jede Mannschaft schwer, auch Bayern München, wie wir gestern gesehen haben. Obwohl sie 2-0 geführt haben, am Ende hat es Gladbach über die Defensivstrategie hingekriegt. Wir sehen es auch gerade, Christian Helmut Ernst Stüben ist eingeblendet hier bei uns. Ich stimme Ewald sehr zu, wenn ich offensiver spielen möchte, dann darf das nicht zulasten der Defensive gehen. Attraktiver Fußball geht nicht von heute auf morgen. Sind das drei Brüder, die heißen Christian, Helmut und Ernst und alle drei Familien Stüben? Ja. Das sind die realen Namen der drei Fragezeichen. Danke für den Kommentar. Ja, es ist einfach so. Also
ich meine, was ist bei Schalke passiert? Die haben auch irgendwann mal gedacht, wir stellen uns hier eine kleine Fußballmannschaft hin, die alle super Fußball spielen, die lassen den Ball ein bisschen laufen, ein bisschen Tiki-Taka und auf einmal stehen sie mit dem Rücken zur Wand und dann nützt dir das nichts, dass du den Ball gut laufen lässt. Dann musst du dir mal die Sturmhaube aufziehen. Und wenn du das dann nicht kannst oder nicht willst und hast überhaupt keinen Typen dafür, dann hast du ein Problem. Dann kannst du den Ball schön laufen lassen, solange bis du einen reinkriegst, dann lässt du den Ball wieder gut laufen und am Ende stehst du ganz unten. Das geht nicht. Also das muss unterwegs sein, aus meiner Sicht. Und Udo hat es auch gerade eingeblendet, Sandhausen hat es gestern vorgemacht, 4-0 gewonnen gegen Heidenheim. Also da sind ja auch tatsächlich gestern Abend noch mal ein paar ganz gute Beispiele eben passiert, dass man eben doch in einer Liga sich befindet, in der vielleicht sogar abgedroschener Satz, aber jeder jeden schlagen kann und in dem auch der vermeintlich kleinere Verein den vermeintlich größeren Verein schlagen kann. Wäre zumindest eine ganz gute Blaupause für heute. Absolut, so ist das und so ist es auch immer gewesen. So, machen wir jetzt noch irgendwas Emotionales, machen wir noch eine Ansprache an die Fans. Willst du nochmal alles reinhauen, Ewald, um heute, damit wir auch heute alle ab 13 Uhr topfit und fokussiert sind? Ich glaube nicht, dass das nötig ist. Ich glaube, dass alle, die jetzt sich dieses Spiel anschauen, dass die Daumen drücken für unsere Jungs. Ich möchte mich nicht zum 27. Mal wiederholen. Ich weiß, dass das oft schwer ist, wenn man in einer Negativspirale ist, dass man anfängt zu schimpfen, dass man nur negativ ist. Das sage ich immer wieder auch meinen Freunden, unseren Mitarbeitern, dass man, ja, es hilft ja nicht. So wie es im normalen Leben auch nichts hilft, wenn man nur rumschimpft. Man muss was tun und wenn ich sehe, dass es nicht gut läuft, ja, ich mache dann auch schon mal die Faust in der Tasche, aber ich versuche irgendwelche Gedanken darüber zu senden, die pass auf in deinem Rücken, geh mit, lauf mit, anstatt die Leute nur zu beschimpfen, wenn sie irgendwas nicht richtig machen. Im Moment ist es wirklich so, das, was die Jungs brauchen, dieses Selbstvertrauen, das ist eben nicht da und das musst du dir erarbeiten. Und diese, wenn etwas nicht funktioniert, das hängt eben auch mit der Gesamtsituation zusammen. Gewinnst du mal ein, zwei Spiele, dann reden wir über solche Dinge gar nicht, weil es automatisch passiert. Man hat manchmal ein Brett vom Kopf und die Jungs brauchen diese mentale Unterstützung. Das sind viele junge Spieler und egal, ob sie jung oder alt sind, das ist immer eine Riesendrucksituation und ich wünsche Ihnen und uns allen, dass wir positive Gedanken haben und dass wir sie mental unterstützen und dass die Jungs diese Energie spüren. Und wer weiß, vielleicht schaffen wir es ja alle zusammen, vielleicht haben wir ja alle telepathische Kräfte und sind in der Lage, unseren Jungs positive Gedanken und Selbstbewusstsein in irgendeiner Form telepathisch einzuhauchen, sodass es heute klappt. Oder? Absolut. So sehe ich das. In diesem Sinne. Wünsche ich viel Spaß jetzt bei den 90 Minuten gegen Holstein Kiel. Das Ganze wie immer live bei Sky und im AFM-Radio mit Wolf Schmidt natürlich live zu hören. Grüße an euch da draußen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und trotzdem immer noch dem FC St. Pauli die Daumen drückt und versucht, das Ganze eben positiv anzugehen und nicht nur zu meckern, so wie es Ewald gerade gesagt hat. Wir hoffen das Beste für die 90 Minuten. Ewald, dir vielen Dank. Grüße nach Mönchengladbach. Und wie immer gilt, ich hoffe, wir sehen uns sehr bald wieder in Natura gegenüber, zumindest mal mit Fäustchen. Das würde mich auch sehr, sehr freuen. Also allen viel Vergnügen und viel Glück für uns alle. Sehr gut. Also Ewald, dir vielen Dank. Euch vielen Dank. Grüße, wo immer ihr seid. Forza St. Pauli und jetzt alles Gute für die 90 Minuten gegen Holstein Kiel. Bis dann. Okay. Tschüss.